Herzlich willkommen zurück bei den Cruises mit einer neuen Folge. Und ihr wisst, wir sind immer dafür da, Leuten in Not zu helfen. Und deswegen sind wir heute beim Kiosk von Aaron. Und da wir das nicht alleine können, haben wir uns jemanden zur Seite genommen, der sich hier ein bisschen auskennt und uns ein bisschen einführt in die ganze Materie hier. Und zwar ist es der Jan. Ja, hallo. Ich freue mich, dass ihr da seid. Es gibt super viel zu tun. Ich würde sagen, wir quatschen nicht lang, sondern gehen wir direkt rein und machen. Jan ist auf jeden Fall euphorisiert, sagen wir es mal so. Gehen wir mal rein. Hallo. So, wir sind hier im Kiosk. Das Erste, was wir machen, ist erstmal, wir gucken uns die Regale an, schauen, ob irgendwas aufzufüllen ist. Und wenn ja, dann holen wir uns hinten aus dem Lager die Ware. Ich würde sagen, zum Beispiel hier, Becks Eis könnten wir auffüllen. Hier fällt auch was rum. Eine Fritz Cola, genau. Habt ihr euch alles gemerkt? Nee, ich habe mir ehrlich gesagt nichts gemerkt, aber da ist auch noch Active und Wasser. Da gehst du doch bestimmt fünfmal, oder? Merkst du dir einfach Becks Eis. Normale Becks brauchen wir auch. Nein, brauchen wir nicht. Natürlich ist das. Da steht vorne, scheißegal. Vita Warte, Wassermelone. Wir gehen einfach mal hinten gucken, was wir finden. Und dann kommen wir einfach wieder vor und gucken, was passt. Ich zeige das Lager. Genau, zeig mal das Lager. Und jetzt könnt ihr gucken, ob ihr die Waren hier findet. Guck mal, das brauchen wir. Cherry. Oder Iceberry? Was war das jetzt? Cherry oder Iceberry? Also ich habe schon wieder komplett vergessen, was ich besorgen musste. Sauce Halitos war auf jeden Fall dabei. Da nehme ich schon mal zwei mit. Wasser hatten wir auch, ne? Ey, Schatz, sag mal. Was soll ich machen, wenn ich die Reichtums hinstelle? Es reicht doch jetzt. Ich muss doch nicht immer überall Chaos verbreiten. So, ich glaube, jetzt bin ich schon mal gut versorgt und ich bringe das schon mal nach vorne. Also, boah, ist das schwer. Guck mal, hier ist noch Sauce Halitos. Das riecht. Da habe ich aber zu wenig mitgebracht. Und hier habe ich auch noch eine vergessen. Ne? Viva Warte Wassermelone. Active Fresh. Okay, ich kann mir echt nichts mehr. Wenn ich hier reingehe, habe ich schon wieder die Hälfte vergessen. Hallo. Aaron ist da. Hallo Aaron. Der Chef ist da. Ich glaube, hier muss gleich gewischt werden, weil ich mache Reifenabdrücke. Hier sind total viele Reifenspuren. Könntest du einmal wischen? Ja. Einmal hier rein. Jetzt einmal an, genau. Bitteschön. Kannst du bitte laut machen? Du machst das. Ja, ich habe auf dich gewartet, ich musste mich kurz mit dem Chef unterhalten. Max hat mich Chef genannt, können wir das einmal klippen? Becks, und was ist das hier nochmal? Ja, bitte, man holt das alte alles nach vorne, dass die frische... Es gibt kein altes, steht da ein Verfallsdatum drauf, klar, oder was? Da steht ein Verfallsdatum drauf. 20.10.23, das ist in einem Jahr. Keiner kauft direkt 8 Stück. Aber in einem Jahr 8 Stück? Nee, aber dann kommt ja der nächste und packt die neuen wieder vorne ran. Ja. Der Chef hat sich nicht unter Kontrolle. Aber ja, das Problem ist, du müsstest da jetzt nochmal wischen, weil Max da durchkommt. Ja, und du auch! Ja, ich fahr doch jetzt raus! Aaron, warte, raus! Ich dreh doch nur! Und ihr braucht echt einen neuen Wischmopp. Schatz, kannst du nicht wieder durchlaufen! Soll ich doch rüberspringen, oder was? Warte, bis es trocken ist. Ich hab keinen Bock, jedes Mal rüber zu wischen. Du musst dann wieder rüberwischen. Mein Gott, ich hab keine Lust, durch deine Putzfrau. Dann wischen wir bei dir auch direkt wieder, wo du durch deine Putzfrau. Ja, mach ich doch, du musst dich doch rübergehen. Dann wischst du den ganzen Tag, wenn du jedes Mal wischst, wo du gegangen bist. Ich geh jetzt aber nicht mehr wischen darüber. Es lohnt sich sowieso nicht, warum ich hier gerade wische, verstehe ich nicht. Wenn ich Chef sage, du wischst, dann wischst du, sonst kriegst du kein Gehalt. Ich krieg doch sowieso kein Gehalt. Das stimmt. Ja, aber das ist doch schon voll. Ja, weiter rein, das geht ja noch. Es geht nicht weiter rein, das ist schon voll. Ah, geht doch. Also mein Chef, ich glaube, der ist nicht der Hellste. Ich will, dass ich wische. Lara, der Laden muss ja schön aussehen. Der soll schön sein, davor war ja nicht schön. Guck mal, wie dreckig der Laden ist, Leute. Wir warten. Pfirsich war das, ne? Und? Was haben wir noch gesagt? Ich hab schon wieder vergessen, ey. Ich muss schon wieder laufen, ey. Ein Gang, eine Flasche, so sieht's aus. Viva Warte Pfirsich und Ananas Kiwi. Garnick. Ich hab Garnick. Weil sie jede Flasche einzeln dahinter? Ja. Das ist nicht effektiv. Das ist mir ja wurscht. Ich werde ja bezahlt hier, ne? Ob ich jetzt viermal gehe oder nicht, die Stunden bleiben dieselben. So. Man kann auch für Dinge eine halbe Stunde brauchen, die man in 2 Minuten hätte erledigen können. Typisch Max Kruse. Und schwupp, top aufgefüllt. Wir gehen mal in die Kasse. Dann hätte ich gerne noch eine Cappuccino. Ganz kurz konnten Sie schon reinschnuppern. Und Sie sind tatsächlich talentiert. Sie wissen, wie die Kaffeemaschine bedienen. Cappuccino Italiano. Es gibt nur einen Cappuccino da. Genau. Das Wasser auch, ja. Das wird einfach eingescannt. Ich weiß. Das wär's? Ja. 3,75 Euro bitte. Bitteschön. Bitteschön. Danke dir. Ein wunderschönes Wochenende. So, Schatz, jalla. Hallo, ich habe ein Paket für euch. Hallo. Könnt ihr das mal bitte abscannen? Geh mal erst. Du kannst mir das einmal zeigen, wie man das Paket abscannt. Ja. Und dann nehmen wir jetzt einfach den Scanner in die Hand. So, eingescannt. Wunderbar, und da kommt hier das Label drauf. Und das kannst du jetzt draufkleben. Geht ordentlich. Klebt das doch mal ordentlich. Ich will nicht, dass das in Katar ankommt, Mann. Wenn der nächste Kunde kommt, wir machen auch mal so kleine Spielchen mit den Kunden. Ja? Und ich finde, das solltet ihr auch jetzt mal machen. Unser Lieblingsspiel ist immer doppelt oder nichts. Entweder du zahlst sozusagen das Doppelte oder du zahlst nichts. Und dann spielt ihr mit dem Schnick, Schnack, Schnuck. Und sonst müssen die Kunden doppelt zahlen? Ja. Kriegen wir dann davon auch die Hälfte? Da kriegt ihr dann die Hälfte natürlich. Boah, da können wir richtig Kohle machen. Da kommen Kunden. Guten Tag. Hi. Das kostet 2 Euro, ne? Also, wenn du willst, spielen wir Schnick, Schnack, Schnuck. Wenn du gewinnst, kriegst du es umsonst. Ja. Und sonst müsst du aber doppelt sein. Wieso nicht? Ja, klar. Ja. Ich nehm Schäse. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Ich sag doch, ich nehm Schäse!
Ja, was denn? Ich hab doch gesagt, ich nehme Schläger! Ja. Genau. Hast du 2 Euro genommen, Mama? Ja, und ich habe ihn wiedergegeben. Wenn wir das zahlen, dann kriegt er ja, das. Ja, den Rest aber noch nicht alle. Jetzt zahlt ihr 4. Weil das ist so schlecht, wie typisch die Lara. Ne? Ich sage, wir zahlen den Differenzbetrag. Sie gibt einfach 2 Euro zurück und wir zahlen alles. Also, können wir jetzt nicht für jeden Kunden, wenn er verliert, sagen, wir übernehmen Schatz, das. Schatz, es trifft keinen Arm. Wie können wir Mitarbeiter noch beschäftigen? Bestellungen packen. Und deswegen, ich hole mal 2 Kartons für euch, dann könnt ihr mal Kartons falten. Boah, das ist ja nicht so mein Ding, ne? Wäre ich handwerklich begabt, dann wäre ich Gärtner geworden, sag ich immer. Das ist ein ganz einfacher Karton. Ey, guck mal, wir haben Probleme gehabt bei so einem scheiß Regal zusammenbauen. Dann guck mal von oben schon mal. Sehr gut, so muss das. Das kann nicht stimmen. Guck mal, wie viel Lücken das hat. Eigentlich ist das hier mein Packesel. Redest du von dir? Nee, von dir. Achso. Du bist mein Packesel. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal, wer von euch beiden schneller ist. Zapp, zapp. Schatz, nicht abgucken. Fertig. War die mit Prüfen gemacht? Nee, leider nicht. Nein? Nee, ist noch nicht richtig. Aber das geht das nicht hier rein, tut mir leid. Oh, Max ist aber tatsächlich. Nicht unser Problem. Zumachen. Aber ich hab schon. Ist das Ding gepackt. Bam! Ich bin sozusagen ein flinker Finger. Ich würde sagen, macht die Box einfach nochmal richtig und dann könnt ihr beide in die Box Sachen packen, so Schokoriegel, Süßigkeiten. Ja, und dann verlosen wir die. Guck mal, du musst ja eins merken, bei Aaron im Laden gibt es nichts umsonst. Ja, mir doch egal, doch, machen also, wir. Ich kann aussuchen, was ich möchte. Ihr könnt aussuchen, also ich würde sagen Schokoriegel, Gummibärchen. Ja, wenn du sagst, wir dürfen aussuchen, dann dürfen wir wirklich. Ja, Schatz, du kannst keine Playstation da rein tun. Schatz, es kann für Kinder sein, du machst da Waves rein. Warum? Für Kinder? Es gibt doch erwachsene Menschen. Das weißt du doch vorher nicht, wo das hingeht. So Mars? Geh mal weg. Vielleicht nochmal so ein paar Kaugummi für Leute, die stinken. So, hast du ein Eis reingepackt, Schatz? Nein. So oder nicht? Dann haben wir eine schöne Box, die zerlaufen ist auf jeden Fall. So würde ich mich auch mal gerne fühlen, ne? Einfach mal alles nehmen, was man so kriegen kann. Schatz, soll ich so einen reinpacken? Oh, ich hab's. Match Attacks Karten. Da ist der Kruse bestimmt noch dabei. Ja, du entscheidest es dir. Hallo liebe Leute, wir haben hohen Besuch im Kiosk. Und zwar der Max und die Lara sind da. Wir haben jetzt uns überlegt, die ersten beiden Leute, die vorbeikommen und hier sagen... Zack, 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 schnell. Nicht quatschen, einfach kommen. Da genau. Kriegt ihr die Boxen. Komm vorbei, ihr holt euch die Boxen. Zwei Boxen haben wir. Ah, yalla, yalla, auf geht's. Kannst du zurückgeben? Ja. Guck mal, solche Kunden hat man gern. Da kriegen Getränk umsonst und wollen noch Pfand dann noch drauf kriegen. Er wollte den Pfand haben. Ganz ehrlich, für 25 Cent ist für mich eine Menge Geld. 25 Cent, der Junge hat 4 Euro gespart. Er hat Schnick, Schnack, Schnuck verloren und die Lara hat gesagt, komm, behalt einfach alles. Schnick, Schnack, Schnack, 50 Euro. Schnick, Schnack, Schnuck. Ah! Scheiße. Schnick, Schnack, gib mir Fuffi her! Oh. Jetzt aber! Oh. Warum schreist du so? Schnick, Schnack, Schnuck. Scheiße! Ist er stark? Nee, ich will den. Boah, die schmecken. Es riecht nach Freiheit. Es wurde in einem Dreier Troschis bestellt. Stopp! Wann ist die Pause? Rauchen ist böse. So, wir haben den ersten gefunden. Der erste Gewinner ist da. Bitteschön. Danke. So Leute, die erste Box ist weg. Nein, du gehst jetzt nicht bei TikTok live. Was erzählst du denn da? Hallo, wir arbeiten hier gerade. Ja, ich geh live. Wenn es TikTok nicht gäbe, ey, dann hätten wir echt mal ein bisschen Zeit für uns. Ich sag dir, wie es ist. Was wir hier brauchen würden, wäre eine Pfeife. So nebenbei. Oh ja. Das wäre Hammer, ne? Sollen wir uns einen Kiosk kaufen? Aaron, verkaufst du deinen Kiosk? 100 Euro? Bei 100.000 willst du mich verarschen? Hier fährt die ganze Zeit die Straßenbahn vorbei. Das ist gut, wenn man einen Kiosk hat. Wir müssen nochmal Ware holen, das ist ganz wichtig. Das ist das Lager vom Laden, aber wir haben ja auch ein großes Lager. Da müssen wir viel Ware herholen. Es gibt doch bestimmt so einen Wagen, oder? Hier ist euer Wagen. Und dann ist es hier einmal runter die Straße. Wie runter die Straße? 100.000 für den Laden, wenn dein Lager da irgendwo am Arsch ist, oder was? Warum meckerst du mich an? Ich sitze doch nur hier. Bitch, ich fahr nem Baba-Wagen. Also ich weiß auch nicht, warum wir nicht einfach andersrum gegangen sind. Nein. Kann man nicht einfach hier durchgehen? Da war doch nee, es gibt null Wege durch. Du kannst dich auch da raufstellen, dann kann ich dich fahren. Ja. Ey, du verarschst mich nein, doch, Alter. Schatz, wir sind doch schon Runde. An dem Laden vorbei. Wirklich? Wir fahren zum Lager, aber ihr seid extra also Lager, andersrum Halle. Gegangen. Ja, guck mal, wie es für eine Verarsche ist. Ja, Alter, ehrlich. Alter. Findet ihr das lustig? Da vorne ist das Lager. Es ist wirklich ja, aber... Ja, der Lager Aldi ist doch da, wo das Ding ist, Alter. Ja, aber da ist der Weg enger. Also der Bürgersteig ist da sehr... Der kann man nicht so gut befahren. Der ist enger. Habe ich wieder mein tägliches Sportprogramm für heute übernimmt. Wem gehört der Roller? Nee, warte mal, den müssen wir erstmal genauer angucken. Ich glaube, so einen hatte ich auch. Ja, nee, fast.
schade. Das hat mich fast gerade an meine Kindheit erinnert, wo ich über die Straßen geballert habe. Ein Tray reicht für den Kiosk? Alter, das war eine richtig krasse Story, Schatz. Früher, ich hatte so ein aufgemotzte Mofa, ne? Der durfte eigentlich nur 50 fahren, habe ich aufgemotzt. Bam, so, ne? War ich cool, so, weißt du? Immer schön Gas geben. Und dann war ich mit Philipp unterwegs. Und dann sind wir beide gefahren, Polizei hinter uns. Und dann haben wir gesagt, komm, wir sind schlau, wir trennen uns an der Ampel. Einer links, einer rechts. Rate, wen sie verfolgt haben. Ja, ich bin offiziell kriminell, Schatz. Ich habe Sozialstunden bekommen. Wirklich? Ja. Da musste ich Sozialstunden muss ich die ganze Zeit ackern da, weißt du, früher. Da sind wir ja schon wieder. Hey! Ja, aber cool. So, wie versprochen, war das die letzte Aufgabe. Ihr seid also entlassen, ihr habt es geschafft, euer Arbeitstag ist vorbei. Wie fandet ihr es? Ich würde sagen, das war mal aufschlussreich. Hat es dir Spaß gemacht? Ja, ich finde auch, wir haben uns gut angestellt. Wenn ihr irgendwas anderes noch sehen wollt, gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr Bock drauf habt, dass ich und Max irgendwo anders ein Praktikum machen können, könnt ihr gerne reinschreiben, wenn sie Ideen haben. Ja, sie können es reinschreiben, aber ich glaube nicht, dass ich das mache. Ja, ja, klar, wir machen das schon. Auf jeden Fall gönnen wir uns jetzt eine Pepsi und wünschen euch einen schönen Abend. Bis dann. Bis dann, ciao. Oh.